Beecher, bist du hier? Das ist eine sehr gute Frage. Amigo ist auf jeden Fall da. Da ist Amigo. Gibt's auf jeden Fall was zu tun. Jetzt muss ich den echt in der Tat noch suchen. Das ist June. Werkstatt brauchen wir gerade nicht. Hier sind viele Punkte. Das scheint hier drin zu sein. So, wir lesen mal. Was haben wir denn hier? Einige Soldaten haben sich verplappert, dass in der Nähe demnächst militärische Vorräte abgeworfen werden. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, ehrlich. Was ist hier? Du glaubst, dass du schnell bist? Beweise es. In der Nähe gibt es ein Jahr. Super. Ich möchte kein Rennen fahren. Ich finde, das passt irgendwie auch nicht zur Fahrerei, ne? So, ich hoffe, wir kriegen kein Problem mit der Musik, die hier läuft. Was? Mörder Castillo. Ja, was denn? Ja, was denn? Braves Kroko. Boah, ich würde niemals ein Krokodil streicheln, ne? Never ever. So. Wir gehen gleich zu dem hin, ne? Ich will mal was. Ja, das bin ich, ne? Okay, das ist alles drin wahrscheinlich. Dann gucken wir mal. Peter! Oh, was gibt's hier denn? Hi-Fi. Hi-Fi, okay. Noch was zu lesen? Keine Ahnung, warum ich das schreibe. Ich schätze, die Dinge laufen okay, ausnahmsweise mal. Und das ist schräg für mich. Dani ist mal total mein Held und ausnahmsweise fühle ich mich nützlich und als ob ich was zähle morgen. Wie schreibt denn der? Ist das alles vielleicht vorbei, aber drauf geschissen. Ich bin auf dem aufsteigenden Ast. Mir ist es sogar egal, dass du mir meinen Mädchennamen gegeben hast. Dat fick dich. Fick dich. So. Ja. Rechtschreibung setzen, ne? Was ist denn? Wie geht's denn hier zu lesen? Erinnerst du dich noch, wie krass der Star Rocket Bier war? Ja, dann habe ich schlechte Nachrichten. Kompai. Statt diesem Nektar der Hopfengötter wird der Brauer jetzt auf wahre iranische Produkte der höchsten Qualität umstellen. In Tradition des Marquesa Wurms, aber das ist nur Marias PR-Gelaber. Hector wurde angestellt, um in der Rumbrennerei zu streichen und der meint, ihr bestes Zeug kommt aus den gleichen Fässern wie der Billigfusel. Am besten kauft man das selbstgebraute Bicho. Lass dich volllaufen mit Freiheit. Schatzsuche? Flüssige Courage. Das müssen wir als nächstes machen. Das ist, glaube ich, die Schatzsuche, wo wir den Raketenwerfer kriegen mit den Lenkraketen. Das war diese Schatzsuche. Hier ist noch was zu lesen. Ja, natürlich, sehr gerne. Unterschriebener Brief mit der Viehhaltung lässt sich einfach kein Geld mehr verdienen, selbst wenn man das Glück hat, dass Anton und seine Gusanos die Herde in Ruhe lassen und sie nicht für den Ruhm der FND beschlagnahmen, muss man sich immer noch mit dem staatlichen Schlachthof herumschlagen, dessen Gebühren sind unverschämt hoch, vorausgesetzt sie nehmen das Vieh überhaupt zur Verarbeitung an. Wer auch immer ein Dach über den Kopf braucht, ist hier jederzeit willkommen, verschließt das Tor und zahlt keine Steuern an diese Regierung. Ich weiß nicht, wo ich hingehe oder ob ich zurückkomme. Vielleicht trete ich auch der Guerilla bei. Aber es würde mich freuen, wenn dieser Ort zu einer letzten Zuflucht für alle werden könnte, die El Presidente hassen. Martin Maldonado, ehemaliger Vizechef. Ja. What's up? Ich muss erstmal sammeln hier. So. Ich glaube, das war's, oder? Ne, hier ist noch was. So. Ja, schieß los. Willkommen bei Radio Libertad. Marquesa hat das Internet gesperrt, also nehmen wir das Radio, um Libertad eine Stimme zu geben. Aber ja, das uraltes Netz macht mir einen Strich durch die Rechnung. Das ist von, was weiß ich, 1993. Diese roten Antennenturmdinger in der Gegend senden das Signal, aber die meisten sind defekt.
oder zeigen in die falsche Richtung. Ich habe alles markiert, was repariert werden muss. Reparierst und drehst du sie? Für unseren Traum? Wir geben Yara die Wahrheit, die es braucht. Verstärke mein Signal, Danny. Wir müssen dem Menschen Musik schenken. Radio Libertad. Habe ich dir je gesagt, dass ich dich liebe, Danny? Oh Gott. Nein, und das musst du auch nicht. So. Soweit ist hier alles clean. Hier ist alles rausgeholt. Hier ist noch was zu lesen. Doch noch. Information zufolge überwacht die Guerilla alle unsere Vorratslieferungen, um Gefahr entgegenzuwirken. Ja. Mal wieder. Wo ist mein Fahrzeug hin? Auto. Nehmen wir Auto, Quad. Helikopter wäre mir lieber. Der war schnell, aber nicht zu bändigen. Komm, wir nehmen den hier. So. Ja, wie immer. Ich gewöhne mich daran nie. Was ist das denn? War das ein Schuss? So. Ja, da war ein Kampfflugzeug. Ich muss mal ganz kurz auf der Map gucken. Okay. Der erste ist gar nicht mal so weit weg. Hier ist irgendwo ein Ausrufezeichen. Was läuft da hin? Okay. Dann lassen wir's. Weg mit dem Schild. Interessiert eh keinen, die 50 hier. Die Textur ist so verpixelt. Ich sehe eh nicht, wie schnell wir fahren. Boah, das Ding ist so eckig, du siehst kaum, wo du langfahren sollst. Steuerung links, Geschütz wechseln. Ja, wie war Lever dat? Also wie kannst du bei so einem Beschuss noch stehen? Der lebt ja immer noch. Ganz schön was los. Okay, Bicho. Was hast du für mich markiert? Wer schießt denn da? Das frage ich mich auch. Harbinga. Die Soldaten stehen mir im Weg. Okay, dann müssen wir hoch. Ach, Mist. Na klar. Der schießt auch auf so eine Nähe, ne? Ich glaube, der hat sich selber in die Luft gejagt. Der Vollidiot. Ich glaube, das war's. Kurz und bündig. Das war jetzt nicht sehr intelligent von dir, mit der Raketenwerfer auf dieser kurzen Distanz zu ballern. Ja, das nehmen wir mit. Ist hier noch was drin? Interagieren? Leider nicht, schade. So, aber hier haben wir noch was. Gut. Hier ist noch was. Immer noch was. Hier. Nehmen wir noch mit.
Bestimmt hier oben noch irgendwo. Jo, hier. Ja. Immer noch was. Ja, es kann sein, dass das hier. Ne, das wird es nicht sein. Dann bestimmt weiter oben. Ja. Nice. Weitere neue Waffe. Entweder Kletterhaken oder... Oder es gibt irgendwas zum Hochklettern. Oder muss ich hier schon? Ich muss da unten hin. Ist das dein Ernst? Ja, ich muss bestimmt ins Gebäude rein, wa? Okay, Abwehr. Weiß nicht, was hier so rumfackelt, okay. Teller hat's geschafft. Bleiben noch zwei. Die auszuschalten war aber echt einfach. Das war jetzt unkompliziert. So, bleiben noch zwei. Bleiben noch zwei. Schade, dass man das nicht übernehmen kann halt, ne? Hat keiner gesehen. Knall-Eiersalat. Jo. Sie huben hier wirklich gern. Sie hupen wirklich gern. Das nenne ich Improvisation. Okay, Bicho, was hast du markiert? Bicho, ich bin bei deinen Wohnungen. Oh, da wird Improvisation zur Kunstform erhoben. Sie haben das Stromnetz angezapft, aber eine ihrer Schaltungen ist durchgebrannt. Das unterbricht die Stromzufuhr zu einer meiner Antennen. Geh aufs Dach und finde sie, por favor. Folge meinem blauen Graffiti bis zum Kontrollraum da oben. Er ist verschlossen, aber das hat dich noch nie aufgehalten, oder? Noch nie, Bicho. Scheiße, ja! Radio Libertad wird ja damit der Wahrheit erleuchten. Okay. Ja. Auge da hoch. Auge da hoch. Uiuiui. Lange, dass du nicht mal rausgekommen bist, ey. Auge da hoch. Aber ich komme ja nicht da hoch. Hm.
So vielleicht. Geil, Alpha-Wand, jawohl, ich freue mich. Ob man hier überhaupt sein soll, ist die andere Frage, ne? Na, wir sollen hier nicht sein. Was für ein Rätsel. Was für ein Rätsel. Ich kann das mal ganz kurz da hinten hin. Ich glaube, da war eine Geißel. Oh. Naja. Kollateralschaden. Wie komme ich da hoch? Läuft bei euch, ich merke das schon. Ah, ich kann nicht helfen, tut mir leid. Du bist ja erledigt. Wir haben uns hier rüber geschwungen. Dann haben wir uns da rüber geschwungen, ne? Ja, ne, nicht wieder runterfallen, das bringt mir null. So, das heißt, ich müsste mich von hier nach darüber schwingen. Hab ich nicht gerade. Ja, Pfeil zeigt in diese Richtung. Hier ist noch was. So, dann will er, dass wir hier hochgehen. Pfeil zeigt in diese Richtung. Auge sagt nach oben. Da kommen wir aber nicht hin. Oder doch hier, natürlich. Diese Hängepflanzen denke ich nie, ne? So. Vieles verschlossen. Verschlossen. Du beschätzt meinen Mut nie wieder. Ich fasse die NFL nicht an. Ich habe. Ich gespuckt, weil er nicht aufgehört hat. Deswegen, wenn ich diesen Wohngebirgs verlassen würde, würde er uns beide mit seinem FND-Hunden jagen. Und zwar ein ganz Jahre. Bist du bereit für so etwas, Lydia? Was du vorstellst, wird alles auf die Probe stellen, unsere Leidenschaft füreinander, unseren Einfallsreichtum, unsere Fähigkeiten mit der Schrotwinde, aber du weißt, dass ich dir überhin folgen würde. Du bist meine beste Hälfte, der Teil, der mir immer gefehlt hat. Ich werde heute Abend da sein, wenn wir schon rebellieren, können wir auch gleich für die Freiheit von ganz Jahre kämpfen. Juliette. Gut, na klar, da geht's hoch. Das sieht man ja gleich. Schweinebrisse, findet ihr da? Mehr sehe ich leider von hier aus nicht. Das klang nach einer Explosion. So. Lassen wir das erstmal aus. Signal Nummer 2. Kein Strom. Ich muss mir die Kabel da oben ansehen. Hauptsache verschlossen. Ich muss mir die Kabel da oben angucken. Willst du mich verarschen? Ich komme hier nicht rein. Wie komme ich hier rein? Hey, ruhig.
Die Kabel. Komm ich da unten? Oh Mann. Libertad. Dann halt so. Da ist der Fehler. Da ist der Fehler. Hier ist mal was zu looten. Noch mehr Verbände. Esperanza, mach dich bereit für Radio Libertad. Noch ein Ton, dann kann Radio Libertad loslegen. Ja, das haben wir. Sehr gut. Noch eins. Wie weit ist das? So weit ist es gar nicht. Sag mir, was du weißt. Danny, ein paar von Castillos Soldaten haben einige unserer Guerilleros kaltblütig ermordet. Anscheinend sind sie jetzt wieder unterwegs. Wir planen einen Hinterhalt und hätten dich gern dabei. Das weiß ich zu schätzen. Hinterhalt. Gut. Krieg ich hier noch ein bisschen Hundefleisch. Was Maschepampe. Alright. War knapp. Okay, es war nicht mal knapp, das war die Bremsen, ich sag's euch immer wieder. So. Kann nichts dafür. Wenn die Bremsen versagen. Die ein oder andere Werbetafel könnt ihr auch hier verzichten, ne? Hupe geht. Ja, war mir auch statt des Suchhubs. Ich müsste hier abbiegen, ich will das anders machen. Ja, komm, wechsel schneller. Hier steckt noch aus der Lippe. Wann kommt sie denn? Ich sehe sie nicht. Mach die Waffe weg! Mach du doch! Nein. Und nicht erst recht nicht mit dem Auto. Granate, ist das dein Ernst? Ich kann nicht mit damit interagieren? Und mein Auto auch noch geschrottet. Du bist echt so eine dumme Trolle, ey. Schnapp sie dir, Kroko. Oh Mann. Ja, jetzt haben wir kein Fahrzeug mehr. Was haben wir hier? Irgendeinen Stützpunkt? Da gibt es bestimmt ein Fahrzeug. Oh, weg damit. Was gibt's hier so Schönes? So. Ach, kein Fahrzeug, das ist ja blöd. Aber wir sind, glaube ich, eh da, ne? Wie lange noch? 102, da oben ist das doch schon. Gut. Frag mich, wann wir die anderen Begleiter auch bekommen, ne? Die anderen Amigos. Hola, Danny.
Nö. Ja, bin beim Turm am Café Tasso. Warum? Ach, hier ist eine Heli. Ein Kumpel von mir kennt jemanden, der Telefonkarten auf der Straße verkauft. Er meinte, Marquesa hat einem die Eier abgeschnitten, weil er ohne Genehmigung der Kulturministerin ein Mural gemacht hat. Hm, kriegst du kalte Füße? Ach, Quatsch. Marquesa kann mich mal. Aber wenn sie mich holen kommt, dann passt du auf meine Eier auf, okay? Eier beauftragt oder was? Was ist hier denn los? Das sieht nach Ärger aus. Aber sollen sie sich bewegen? Schwer mit abschießen, ne? Jetzt mal versuchen. Tschesikowski! Was? Der steht noch am Himmel? Ja, jetzt nicht mehr. Ich liebe diese Panzerfaust. Jeder kann fliegen. Das sieht aus. Wenn wir dann noch den Lenkraketen werfen, so schwer ist das von nicht, bekommen. Okay. Sind wir ja natürlich noch besser dran. Weil der verfolgt die ja auch, wenn die wegfliegen. So. Wir sind bestimmt nach oben, ne? Wäre ja zu einfach. Wäre ja zu einfach. Ja. Das Steuerelement muss ganz oben sein. Schießpulver. Das war im Kreis gedreht. Ach, der Binga! Jeder der nächsten Kochones. Das errötet mich irgendwie ein bisschen, als dafür disst du die. Mit den Geiern. So, jetzt hier noch. Irgendwas ist gerade eingestürzt. Jetzt kannst du hier hochklettern. Die Ranken kannst du hochklettern, ich muss mir das echt merken. Ich spiele das jetzt schon so lange. Ich merke mir das immer noch nicht. Signal verstärken. Wo steht immer noch 2 von 3? Alles klar, Bicho. Jetzt. Radio Libertad kann auf Sendung gehen. Danny, hab's versucht, aber Marquesa stört meine Signale. Sie übertönt mich einfach mit dem Sackgesicht Anton. Ach, scheiß 2G-Verbindung. Mach die Störsender an der Gipfelstation Taino platt und die großen Schüssel, die unsere Signale blockieren. Antibu, die Verstärker auf dem Turm und bitte, dass wir einen Überladungsflammen sehen. Wie? Bist du da? Kannst du mich hören? Bicho? Hallo? Was ist denn los? Das ist nicht gut. Daneben, bist du... Oh. Wie geht das denn daneben zu zielen? Van Dacher! So, weg damit. Sind aus. Das da hinten ist lang. Nein, 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 nein. Puh, das war knapp. Das ist ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen.
War hier nicht gerade noch ein Ausrufezeichen? Da drinnen. Ne, komm ich nicht rein. Aha, hier. Drüber kritzeln. Ja, komm, weg hier. Nee, ich will hier einsammeln. Da lang. Dann laufen wir. Der läuft auch hier, guck an. Und davon scheint es Ärger zu geben. Gab. Ärger gab. Auch ein sehr schönes Snipergewehr, muss man sagen. Ich mich wohl fragen? Verkriege ich mich ganz bestimmt nicht. Oh, hier unten. Ich wollte ihn anhalten. Gut, wir laufen weiter. Oh, da gab es einen Crash. Wie kriegen wir den noch? Halt, stopp. Meins. Für, ja, gegen den Kampf für Libertad. Ja. Kann ja nicht sein, dass wir hier rumlaufen müssen. Hi. Was? Bist du drauf? Schreit erstmal hi. So. Ein Offizier. Ja, aber nicht mehr lange. Sag ich doch. Inga, diese Stimme. Die Störer müssen weg. Auf welcher Seite stehe ich? Okay. Also ich stehe hier auf dieser Seite. Oben stehen bestimmt noch mehr Wachen. Da bin ich, dass sie bei so einem großen Ding hier nur eine Wache hinstellen. Da oben. Ich geh runter. Da bist du ja. Keine Gefangenen. Kroko, mach drauf. Wo denn? Arschloch. Ja, ich auch. Ich komme hier nicht hoch. Das ist so affig. Überall klettert er hoch, aber hier kommt er nicht drüber. Na komm, Koko, schnapp sie dir, die Panzerung.
Nicht so dein Ding, hä? Zu viel Metall. Hier ist nichts weiter. Da hinten müssen wir hoch. Wir haben hier noch eine Wache. Und wir haben hier noch ein bisschen Loot. Loot tut bekanntlich gut, ne? Lass mich durch. Koko. Wo versteckt sie sich denn? Gibt's irgendwie noch eine Waffe? Ihr habt auch gerade das Symbol gesehen, ne? Ich glaube, Koko kümmert sich gerade um die, ne? Kampfheli, ey. Oh Mann. Krieg mal hin. Wir haben ja wieder 4 Schuss für die Panzerfaust. Ich sollte zuerst den Störsender auf der Schüssel. Oh, nice. Noch so eine seltene Waffe. AP-Rechner. Knapp drunter, ne? Ja, ist zu schnell. Ich glaube, hier ist einer ganz in der Nähe. Ja. Ja, wo willst du hin? Come on. Warum versteckst du dich? Der da hinten checkt sind, das finde ich gut. Volltreffer! Fast gelandet dort. Na gut. Jetzt muss ich dort hoch. Alles klar. Da waren wir gerade, ne? Ja, echt jetzt? Was denn? So. Das war's mit dem Scharfschütze. Oh Mann, Danny, du weißt, dass es dort der Turm ist. Dort waren wir gerade. Ich muss auf den Turm steigen. Jaha, wir waren schon auf dem Turm. Jetzt wäre das Neuland für dich, ey. Ich fass es nicht, dass das für dich Neuland ist. Gedächtnis wie so ein Elchstuhl. Ich muss den Schalter am Verstärker auf. Ja, wissen wir. Binga! Schade nach. Hier explodiert irgendwie alles gerade. Ein neuer Sender der Libertatsrevolution von unseren Herzen in eure Ohren trägt. Hier gibt's kein wahre und falsche Jarana-Scheiß.
Hier gibt es nichts als die Wahrheit. Und coole Beats. Apropos, hier ist ein Klassiker von Maximas Matanzas, um warm zu werden. Danny, hast du mich gehört? Ja. Hab ich mich gut angehört? Ja. Ja, oldschool, aber erste Sahne, Beats. Das wird Talia gefallen. Ich glaube, wird durchdrehen. Hast du es Clara schon erzählt? Nein, weil ich gerade mit dir rede. Genieß den Moment, Beats. Ich habe die Macht! Scheiß auf Maria! Ich werde Castillo, unser Radio Libertad, in die Fresse donnern! Unsere Musik! Libertad's Message! Die Meinungsfreiheit siegt! Viva Libertad! Scheiße, ja, Bicho! Viva Libertad! Eins ist abgeschossen, Radio Libertad. Was ist los? Ich wollte hier noch plündern eigentlich. Hier haben wir geplündert, aber hier haben wir noch nicht geplündert. So, das hier. Und das sieht dann sauber aus. Ist das jetzt wirklich die nächste Aufgabe, die FND-Dings da zu befreien? Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt trotzdem erstmal, was ist das? Flüssige Courage.